Die Schizophrenie ist eine der schwersten Erkrankungen, die wir in unserem Fachgebiet haben. Die Krankheit selber ist eine genetische Erkrankung und eine Erkrankung, die psychosoziale Belastungsfaktoren hat. Und es gibt im Moment kein Gen, wo man sagt, dieses Gen hat man und dann ist man krank. Es ist viel komplexer. Das ist ziemlich unklar, warum Frauen etwa 5 Jahre später krank werden wie Männer. Das kann an Hormonen liegen, das kann an psychosozialen Stressoren liegen. Das ist ein großer Teil der Forschung, was es im Moment gibt. Wir haben im Moment eigentlich das Dilemma, dass wir in der Grundlagenforschung relativ weit sind. Molekulargenetik, Bildgebung, wir wissen unheimlich viel. Aber das setzt sich nicht so sehr in die Therapien um. Früher dachte man, dass Antipsychotika vor allem den Hirnbotenstoff Dopamin blockieren. Heute weiß man, dass sie ihn zum Teil blockieren, zum Teil aber auch stimulieren. Und dass auch viele andere Botenstoffe eine Rolle spielen. Wir wissen tatsächlich letztendlich sehr wenig über die Neurobiologie dieser Erkrankungen. Das ist auch wiederum ein Grund, warum sich die Industrie zurückzieht. Die Industrie möchte kausal therapieren und die sagt, wir wissen so wenig über die Neurobiologie, da wissen wir gar nicht, wo wir ansetzen sollen. Wir haben in der Psychiatrie, in der Schizophrenieforschung eigentlich noch nicht viel erreicht. Also wenn man das ein bisschen überspitzen will, könnte man sagen, dass wir gerade da stehen, wo die Chirurgen vor 100 Jahren standen. Das bedeutet, wir haben gerade erst gelernt, uns die Hände zu waschen, bevor wir in den Operationssaal gehen. So, es gibt eine ganze Reihe von neurobiologischen Untersuchungen, viel Hirnforschung, die auch wir in Freiburg machen mit unseren Gruppen. Das sind einfach nur Illustrationen. Da kann man die Volumina messen im Hirn, man kann die Neurochemie des Hirns messen, man kann die Durchblutung, die Transmittersysteme messen. Da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, das wird hier viel zu weit führen. Und diese Gehirnregion können wir dann hoch und runter titrieren und der Patient macht das selber. Er erlangt also Kontrolle über sein Gehirn, liegt aber in diesem komischen Apparat und bekommt die Rückmeldung, wie die Gehirndurchblutung in einer bestimmten Region ist. Also ein wirklich guter Ausblick. Der Kliniker, der durchblickt immer weniger, was der hier im Labor macht. Wir haben ein enormes Wissen über die Neurobiologie psychiatrische Erkrankungen angehäuft, ohne aber eigentlich wirklich ein profundes Verständnis davon zu haben, was liegt einer Depression jetzt wirklich zugrunde. Also dieser Graben hier ist nicht wirklich überbrückt worden und das ist ein großes Problem. So. Man weiß annähernd nichts darüber, beispielsweise, wie aus Gehirnprozessen überhaupt so etwas wie Bewusstsein entsteht. Man hat noch nicht einmal ansatzweise eine Idee, wie aus diesen komplexen Netzwerken so etwas wie eine Empfindung entsteht. Was haben all diese Forschungen gebracht im Hinblick auf die Schizophrenie? Ziemlich wenig, muss man sagen. Also alle, wenn man dann nach 5, 6 Jahren wieder so einen Review-Artikel schreibt und versucht, wo haben wir denn jetzt wirklich Fortschritt gemacht in unserem eigenen Forschungsbereich, dann ist das, wenn man ehrlich und nüchtern ist, ziemlich frustrierend. Die große Krux für die Firmen ist die Differenz zwischen einer reinen Placebo-Wirkung und der Wirkung ihres Arzneimittels auch wirklich objektiv nachweisen zu können. Es ist für die Firmen sehr ernüchternd, zeigt aber, wie groß der Bedarf ist an Messinstrumenten, mit denen man die Wirksamkeit von Arzneimitteln klar gegen Placebo abheben kann. Wir haben jetzt die Tools, die Möglichkeiten in der Psychiatrie auf den Grund zu gehen. Warum werden schizophrene Patienten überhaupt krank? Now to be clear, we're not quite ready to do this. We don't have all the facts. We don't actually even know what the tools will be, nor what to precisely look for in every case. Bittere Bilanz von Thomas Insel, einem der einflussreichsten und führenden US-amerikanischen Psychiatrieforscher, der im Jahr 2015 die amerikanische Behörde für psychische Gesundheit als Direktor verlässt. Was wir nicht erreicht haben, ist die Reduktion von Suizidraten, die Reduktion von Krankenhausaufenthalten oder auch die echte Gesundung, die Recovery von Millionen Menschen mit psychischen Störungen. Dafür übernehme ich die Verantwortung. Das Scheitern hat viele Gründe. Das kann daran liegen, dass die Ansätze auf Erkenntnissen aufgebaut wurden, die nicht nachhaltig sind, also die nicht dahingehend geprüft wurden, ob sie wirklich relevant sind für die Entwicklung einer Schizophrenie oder einer Depression. Es hat natürlich auch viele andere Gründe. Dr. Siegfried Trohm ist im Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller für den Bereich Forschung, Entwicklung, Innovation zuständig. Dann ist das, wenn man ehrlich und nüchtern ist, ziemlich frustrierend, weil man eigentlich immer wieder sagen muss, na, überall kommen so Kleinigkeiten raus, diskrete Auffälligkeiten. Es gibt aber im Hinblick auf die Schizophrenie keine klaren Befundmuster, und zwar weder in der Bildgebung, was jetzt mein Forschungsschwerpunkt ist, noch in der Genetik, wo viele, viele andere
Menschen forschen. Und der leichte Erklärungsgrund ist der, dass wir einfach konzeptuelle Probleme haben. Da gibt es viele Untersuchungen, aber im Rahmen dieses Vulnerabilitätsstress-Coping-Modells ist es nicht möglich zu sagen, genetischer Defekt oder genetische Veränderung, muss man besser sagen, das ist ja kein Defekt immer, also genetische Veränderung führt zu einer Psychopathologie, führt zur Schizophrenie. Das ist nicht so. Es kommen ja andere Faktoren hinzu. Das heißt, die Molekulargenetik stößt da an ihre Grenzen. Und es gibt im Moment kein Gen, wo man sagt, dieses Gen hat man und dann ist man krank. Es ist viel komplexer.